Ich freue mich ungemein auf diese neue Aufgabe. Sie ist eine wahnsinnig große Verantwortung. Aber ich denke, die Bildungspolitik in Baden-Württemberg, das ist so ungefähr das Zentrum, der Kulminationspunkt für alles, was wir an Hoffnungen und an Plänen für die Zukunft unseres Landes haben können. Baden-Württemberg hat in den letzten Jahrzehnten einen starken Wandel durchgemacht. Die Gesellschaft ist ständig in Bewegung und ändert sich. Wir hatten nur das Gefühl als neue Landesregierung, dass vieles von dem nicht im Bildungssystem abgebildet wurde. Und wir haben ein Phänomen, dass in Baden-Württemberg der Hintergrund, der Bildungshintergrund der Kinder, der familiäre Hintergrund der Kinder immer noch einen viel zu großen Einfluss darauf hat, wie die Bildungschancen der Kinder sind. Und deswegen steht für uns Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt unserer Politik. Wir wollen bereits im vorschulischen Bereich dafür sorgen, dass Kinder mit gleichen Startchancen in das Bildungssystem eintreten. Wir wollen auch die Übergänge so gestalten, dass Kinder unterschiedlicher Begabung und unterschiedlichen Lerntempos auch alle eine gute Chance auf den bestmöglichen Bildungsabschluss haben können. Die Gemeinschaftsschule ist für uns ein Schulmodell, in dem eine neue Form des Lernens, des individuelleren Lernens Platz greifen kann. Denn wir denken, dass jede Klasse, auch in einem mehrgliedrigen Schulsystem, jede Klasse besteht aus Individuen. Jedes Kind ist anders und jedes Kind hat andere Lernbedürfnisse. Und die Gemeinschaftsschule mit ihrer neuen Art des Lernens bietet Chancen, dass Kinder ihrer Begabung gemäß gefördert werden können, wo auch unterschiedliche Begabungen sehr viel besser berücksichtigt werden können als im herkömmlichen Schulsystem. Wir werden in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren insbesondere damit zu arbeiten haben, dass wir deutlich zurückgehende Schülerzahlen haben. Wir müssen das Bildungssystem in Baden-Württemberg zukunftsfähig machen und wir müssen dabei den Kindern, den Jugendlichen in erreichbarer Entfernung zu ihrem Wohnort möglichst vielfältige Bildungsabschlüsse gewähren. Das heißt, wir müssen jetzt an die Schulstruktur herangehen, wir müssen Schulstandorte überprüfen, welche sind zukunftsfähig. Wir werden auch versuchen, mit der neuen Schulform, mit der Gemeinschaftsschule, viele Schulstandorte gerade auch im ländlichen Raum zu retten, die im alten System überhaupt keine Zukunftschance hätten. Nun, wir haben gewisse verfassungsrechtliche Vorgaben, wir haben die Schuldenbremse zu beachten, aber wir haben gleichzeitig auch unglaublich große Investitionen jetzt bereits in die Bildungspolitik gesteckt. Wir haben den vorschulischen Bereich ausgebaut, wir haben den Pakt mit den Kommunen abgeschlossen, wir haben dreistellige Millionenbeträge neu in den Bildungsbereich gesteckt. Wir wollen auch natürlich das, was am Schülerrückgang, mit dem Schülerrückgang sich verbindet, nämlich die geringer werdende Zahl von Lehrerstellen, werden wir ein Stück weit aus dem System herausnehmen müssen, schlicht und einfach aus finanziellen Gründen. Aber gleichzeitig wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Qualität von Bildung weiterentwickelt wird, dass wir gute und bessere Bildungschancen für unsere Kinder haben. Die ideale Schule ist ein Ort, in dem die Kinder gerne sind, in dem die Kinder sich angenommen fühlen in ihrer Eigenart, in ihrer Besonderheit, aber auch ein Ort, in dem sie auf Lehrer treffen, die ihren Beruf als Herzensanliegen betrachten und in dem Lehrer ein gutes Arbeitsumfeld haben, um gemeinsam mit den Kindern bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Erinnerungen an meine eigene Schulzeit sind durchweg positiv und das ist jetzt nicht nur so einfach dahingesagt. Ich verbinde mit der Schulzeit sehr viele erfüllende Erlebnisse, was die sozialen Kontakte mit den Mitschülern angeht, aber auch was den Bildungserfolg angeht. Ich habe mich, und da kann ich glücklich sein, denke ich, mit der Schule und in der Schule leicht getan und es hat mich immer gefreut, in der Schule zu sein. Das war für mich immer eine willkommene Bestätigung auch dessen, was man gelernt hat, was man investiert hat. Ich habe Schule immer als einen Lern- und als einen Lebensort kennen und schätzen gelernt.